Ich wollte gerade sagen, wie siehst du denn aus? Was bist du ja gar nicht. Der heutige Mini-Heist wird Ihnen präsentiert von weg da! Ah, toller Sponsor. Ich hab's eigentlich schon angesagt. Der dritte GTA Mini-Heist wird Ihnen präsentiert von Redwood Cigarettes, Corrado Racing und Atomic. Außerdem werden Ihnen die Vorbereitungsmissionen präsentiert von dem Southerns, dem Souther San Andreas Super Auto Store und Zero. Kannst du mich mal abholen kommen? Ich wurde gerade von irgendeinem Spacken getötet. Von irgendeinem. Warte, währenddessen gucke ich, ob der noch mehr Sponsoren hat. Nee, ich glaube, ich habe jetzt alle Sponsoren, die auf diesem Auto stehen, vorgelesen. Auf jeden Fall von diesen wird der GTA Mini Heist unterstützt. Danke für die freundliche Unterstützung und die 1 Dollar, die ich dafür bekomme, dieses Auto zu fahren. Ja. Genau. Ein Staatstreuer von Los Santos zu Weg. Wurden schon mal durchgelassen, weil wir. Junge, verpiss dich. Such in den Hangars nach dem Transport. Okay, wir dürfen zu den Hangars. Jo! Ist klar. Und er fährt auch noch falsch rum durch, ne? Ich bin ja richtig rum durch die Schranke gefahren. Er fährt aber falsch rum und beschwert sich, dass wir drin stehen. Ne? Da ist unser Hangar. Ja, lass mal hier nach dem Transporter suchen. Wie du einfach ausgestiegen bist. Sind irgendwelche Hangars markiert, wo wir suchen müssen? Nö. Da ist eine Überwachungskamera, vielleicht müssen wir da hin. Da ist auch eine, nee. Die Kamera stellen muss an den Eingängen zu sein. Okay, dann fahre ich aber alle auf den Hangars ab. Hey. Nö, du wolltest nicht mehr tun. Und ich bin schließlich ausgestiegen. Kann ich hier vielleicht reingucken? Wahrscheinlich. Ich fahre einfach durch die Gegend, weil ich anscheinend kein Ziel habe. Okay, hier sieht es richtig aus. Nee. Hier sieht es richtig aus. Aber wenn du hier näher kommst, siehst du einen Haufen Typen, die auf Überwachungsmodus sind. Na? Schießen oder wollen wir einen nachmachen? Okay, damit werden die Fahrer entfernt. Wir hätten auch versuchen können, auf den Hitman mäßig einfach alle nachmachen zu schießen. Damit er auch 5 Sterne haben, ja. Muss man zweimal einmachen. Oh, jetzt hab ich Mensch. Ich bin jetzt voll auf Ego schlägt. No. Das muss was werden. Scheiße, Diggas. Ist hier irgendwo noch ein Jet? Ja. Scheiße, Digga. Ich bin gleich tot. Weil ich umzingelt bin von Militärlauf. Hallo, lass mich in den Jet. Ja, warum ist denn jetzt eigentlich 50 Leute hier draußen? Weil es die haben Schluss. Ja, komm, mein Jet ist wieder in die Luft geflogen. So weißt du, hast 5 Sterne in der Militärbasis. Willst du lassen dich mit dem Jet abheben? Ja. Nein, ich wollte ja zu dir und die dann töten. Ja, manche haben sonst dürfen sich überhaupt 2 Sekunden in ihren Jet rein. Ja. Sonst ja. Ja, komm, dicki dicken. Ansonsten lass doch Hitman machen. Ja, Hitman weg. Ich habe jetzt schon mein Auto von der Polizei beschlagen. Weil jetzt ist unser Sponsor-Auto da. Dieser GTA heißt wird dir nicht mehr präsentiert von Redwood Tabaks.
heißt. Ah, ich merke jetzt erst gerade, dass wir im freien Modus sind. Ich kann nicht mal wieder in den Release kommen. Das stimmt ja, das ist im freien Modus. Weil wir müssen nur ein Foto von dem scheiß Transporter machen. Komm mal, warum nicht hin. Ne? Mhm. Weil wir die ganze Zeit 5 Sterne haben. Ohne Ende. Und ich spawne und gleich 4 Militärtypen stehen vor mir. Sogar 50 gefühlt, aber wir haben immer noch ein paar mehr. Ist so, Digga, ist so nervig. Ja, ich habe gar keine Chance, irgendwas zu machen. Weil überall Militärpersonal steht. Wirklich überall. Um mich rum. Digga, es hätte auch gereicht, dass diese Panzer, die am Hangar sind. Aber nein, hier stehen einfach überall Militär. Spawne. Überall ist Militär. Oh, hier ist eine mobile Kommandozentrale drin. Das Ding müssen wir fotografieren. Ja. Ich bin so just for fun. Ich bin jetzt draußen, gerade ein Polizeihelikopter ankommt. Also das müssen wir fotografieren. Hab ich. Gut. Ich wollte es auch machen. Müssen wir warten, bis die Alte sich bei uns meldet? Ja, ich duck mich jetzt wirklich nur, dass ich das nicht verwerte. Hier steht ein Panzer. Ich glaube, der regelt das schon. Okay, ich gehe sonst hin und befestige den Peilsender. Panzer, ne? Okay, hast du vielleicht einen Jet bereit? Und ich brauche einen Bruder. Und hier hinten stehen zwei, aber ich kann das nur mit dem Panzer. Ja. Warte, ich hab einen Jet, ich hau auch mit dem Jet ab. Hier stehen nämlich zwei Jets im Hangar, neben dem Hangar. Ja, okay. Das war, okay. Ich versuche zu dir zu kommen oder fahr mit dem Panzer. Ne, ich flieg mit dem Jet jetzt, weil ich bin jetzt mit dem Jet. Ja, ich nehm sonst deinen Panzer. Vor allem dem will ich grad dichter dran. Ich nehm sonst deinen Panzer. Wenn er wenn er nicht schon während der Einsteig getötet werden würde, ich fahr mit dem Panzer. Jo, ich flieg dann schon mal weg. Aber wir müssen ja einfach nur raus. Das ist ja kein Problem. Du sollst nicht mit dem Jet kommen. Ja, Digga. Auf einmal ist alle, Digga, auf einmal ist alles ruhig. Also 5 Meter vorne in den Zweien kommen, aber das ist ja nichts. Na. Ansonsten schießt sie großartig keiner auf mich. In welcher Richtung kommt man sei? Man sei eh wieder spazieren. Ja. Die wollten schon immer mal einen Panzer fahren. Gehen Sie in die Militärbasis, klauen Sie einen Panzer, hauen Sie ganz schnell ab und rufen Sie dann Lester an. Meine los. Ja, ich nicht. Ich hab einen Zug hinter mir. Digga, ich hab einen Fahrzeug. Was ist denn dazu? Ich hab meinen Jetcar gegen die Wand gejagt. Ja, steht bei mir, ich muss warten, bis du Sforzen Kudo verlässt. Und jetzt hab ich wieder 3 Sterne. Digga, GTA, ich sterbe. Warum gibst du die Sterne wieder? Es ist so unnötig, ne? Es ist so unnötig, dass die Sterne wiederkommen, obwohl man schon gestorben ist, ne? Das ist einfach so unnötig. Ein bisschen Stolz. Ja, und ich kann nicht mal von den Bullen abhauen, weil von beiden Seiten jetzt. Digga, ich bin auf so einem Berg, wo 2 Straßen sind und von beiden Seiten kommen einfach Bullen angefahren. Ich habe nicht mal die Chance abzuhauen, weil mein Auto wurde beschlagnahmt und ich bin mitten in der Walachei. Ne? Mhm. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin diesen Bullenwagen durchlaufen.
Also sie sind noch hinter mir, aber sie wissen nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach durchs Weinfeld, da müssen sie mich nicht so schnell sehen. Wenn man durchs Weinfeld laufen könnte. Und nicht einfach alle Weinstauden eine unsichtbare Wand wären. Ja. Ich laufe jetzt einfach auf dem, einfach hier zwischen dem Weinfeld lang. Ne? So, bestanden. 10.000 Dollar. Ja, hätte man. Okay. Ich muss mal kurz meine Mechaniker anrufen. Warte kurz. Ich muss mir ein bestimmtes Auto mal kurz holen. Du siehst ja auch, wo wir jetzt hinfahren, ne? Ja. Burger Shot, hol dir das Burger Shot Auto. Ja, natürlich. Ja. Ja, danke, GTA. Warte mal, wo mein Auto steht. Bei der Polizeiwache? Nein. Keine Ahnung. Auf der Brücke. Ja. Auf der Brücke. Hier, warte, ich zeig's dir von oben. Warte. Hier so auf der Brücke, hier so, wo ich jetzt stehe. Ach so. Steh ich hier so, hier vorne auf der Brücke muss das stehen. Na ja, steht's auch hier. Guck. Ich geh mir mal eine Fahrtwerksotik holen. Ja. Denk rein. Die GTA Mini heißt Vorbereitungsmission. Virus-Software wird Ihnen präsentiert von Burgershot und Atom. Chat, ich sag mal nichts dazu, dass in meiner Fanta exotisch ein bisschen Klumpen drinne sind vom Eis. Vor allem wie dumm ist das Spiel gerade. Ich hab gesagt, fahr zum Burgershop. Dann kommst du vom Burgershop. Ich suche das Gebiet nach dem Hacker. Ich fahr auf den Burgershop Parkplatz, du hast den Hacker gefunden. Okay, der Hacker hat uns bemerkt. Okay, wir sollten ja eigentlich verfolgen. Komm ins Auto. Mhm. Komm ins Auto, wir können ihn tun. Hast du bemerkt, dass wir ihn bemerkt haben? Also, dass wir ihn verfolgen wollen, aber können wir trotzdem noch verfolgen. Komm, steig schnell. Wir können trotzdem noch verfolgen. Ich wusste nicht, dass er uns nicht bemerkt hat. Junge, ist die Arschkalt. Irgendwie ist GTA gerade ein bisschen dumm. Es sagt dir, fahr zum Burgershot. Kurz vom Burgershot sagt, durchsuch das Gebiet nach dem Hacker. Ja. Ich war auf dem Burgershot-Parkplatz auf, du hast den Hacker gefunden. Na? You find out where he lives? Noch nicht, er fährt noch. Ich sehe Toyolami, ja, wollte ich nicht. Da läuft er doch, komm. Ich geh mal in sein Apartment rein, ne? Digga, ich mach das wie Carsten Stahl, ich hab aber die Tür eingetreten. Zugriff! Ja, ich bin voll ins wieder gegen die Tür gelaufen. Ja, ich auch. Ja. Finde die Virussoftware. Digga, ich dachte, das ist ein Hacker, der Angst hat. Ich gehe 2 Schritte in die Wohnung und werde von 2 bewaffneten Typen. What the fuck? Einen habe ich noch gekriegt. Ja, ich dachte, wir suchen hier ganz entspannt. Geh 2 Schritte und werde direkt von 2 Typen abgeschossen. Und Carsten Stahl, Zugriff mal wieder. Ich glaube, das war der Hacker, den ich gerade umgebracht habe. Egal. Du spawnst aber direkt mitten in der Wohnung bei mir. Ah, da ist die Virus-Software. Einfach vom Fernseher. Wir können wieder gehen. Carsten Stahl-Einsatz beendet. Digga, kann ich ihm auf seine Tete schießen? Tete? Der Typ halt nackt. Ja, der Typ im Fernseher ist halt nackt. Ich bin jetzt Pizza-Boy, Digga, guck mal. Ja. Ich arbeite weiter für Burger Shop. Max, komm hier, ich bin Burgershot und Schnick.
Nimm mich mal mit, dann würde ich stehen und dann beschossen. Warte, ich kümmere mich um den Schuss. Schieß mich zurück. Ist immer eine gute Idee. Bis dich einmal nach kommt. Danke dafür. War nicht mit Absicht. Deine Mutter ist da vom Arsch. Digga, komm. War doch. Okay, wieder. Man könnte bei dem euch mal einen kleinen Virus gönnen. Wenn ihr mit einem coolen Sachen macht. Wie zum Beispiel die Regierung. Aber das ist keine Anleitung. Bloß eine theoretische Vorschlag. Außerdem möchte ich noch unserem Dauersponsor Atomic danken. Dafür, dass sie uns immer so, dafür, dass sie uns wirklich bei jeder Mission unterstützen und immer so coole Sachen uns liefern. Ich weiß nicht, was die herstellen, aber das sind bestimmt cool, die Sachen. Ja? Oder was sagst du dazu? Hör ich mir gar nicht zu, ne? Ich find's außerdem scheiße, dass wir nur auf drei Reifen machen, deswegen fahre ich jetzt hier. Und hab fast den Asiaten da mitgenommen.